seid gegrüßt zu einem neuen Video. Wir sind unterwegs im Avos wieder mal. Ist einfach schön hier. Und wir sind mal ins Madristal, auf Walserdeutsch Madristal oder auf Italienisch Val Madris gefahren. Das geht quasi unterhalb vom Val di Lai hinter Richtung Süden. Süden ist da hinter mir jetzt. Und sorry für die Windgeräusche, ich habe nur das Handy dabei heute, ohne irgendeinen Puschel. Warum sind wir jetzt hier hintergefahren? Ja, es geht mal darum, weiße Flecken auf der Landkarte, auf der persönlichen Landkarte zu eliminieren. Also dort war ich noch nie. Das geht da noch 8-9 Kilometer relativ im Talboden hinter, bevor es dann steiler wird am Ende des Tales. Also das machen wir heute mal mit den Rädern und die Emmy darf da mitlaufen. Das Schöne ist eben, hier ist nicht so viel Verkehr, da kann man den Hund mal laufen lassen. Es gibt ja hier in der Schweiz eine Firma namens Park & Sleep. Park & Sleep hat auch quasi eine App. Es ist aber keine App, die man extra runterladen muss, sondern es ist eine App, die HTML, also internetbasiert ist. Und auf dieser App kann man Stellplätze buchen. Der Platz hier im Val Madris, ja, kurz vorm Fahrverbot, da darf man nicht mehr weiter, es sei denn, man ist ein Traktor. Und das hier ist eine Örtlichkeit namens Städtli. Also Städtli kommt dort hinten und hier hat es einfach noch so einen großen Bauernhof. Und bis hierhin darf man fahren und es hat einen recht angenehmen Parkplatz. Es ist Montag und der Platz ist relativ voll. Das Ganze wird natürlich sicher an einem Wochenende nicht besser. Somit ist das jetzt so beschränkt attraktiv. Also wir werden mal die Velotour machen, also die Biketour hinter ins Tal. Und nachher fahren wir dann wieder runter, gehen unten in Kröt was essen. Dort gibt es noch ein ganz gutes Restaurant. Und dann übernachten wir im Val di Lai. Und im Val di Lai übernachten wir, weil es einfach viel schöner ist und nicht einfach so für nichts 25 Franken kostet. Genau so ist es. Ja, das Interessante ist ja eben auch, tagsüber kostet der Parkplatz hier gar nichts. Nur das Übernachten kostet 25. Ja. Also ein Schnapper ist es, wie gesagt, nicht. Aushalten kann man es hier natürlich schon. Der Platz ist nicht sehr geräumig, aber hier im oberen Bereich kann man auch mit einem längeren Auto stehen. Man muss allerdings wahrscheinlich fast zwangsläufig Keile haben, weil der Platz in sich etwas schräg ist. Ihr seht das vielleicht. Und hier unten, ja, müssen die Autos dann etwas kürzer werden. Ein bisschen Infrastruktur hat es ja gleich, nämlich so ein Robidog-Kasten. Wer einen Hund dabei hat, kann hier also den Hundekack entsorgen. So, die Bikes sind parat. Ich ohne Motor, Alice mit ihrem Emotion Bike. Das ist ein cooles Gerät. Hä? Komm! Hui. Tja, da muss man aufpassen, dass man den Hund nicht überfährt. So eine gewisse Grundkondition ist nicht verkehrt. Oh, es geht nicht so steil hoch hier. Also alles im grünen Bereich. An diesem Gatter findet jetzt die Fahrt ein Ende. Problematik, wir haben Vieh auf der Weide.
Vieh auf der Weide. Mit Herdenschutzhund. Was? Genau. Problematisch ist. Da vorne haben wir dann Viecher, also Kühe, vielleicht auch ein paar Schafe oder so. Und es gibt hier Herdenschutzhunde, wegen den Wölfen, die hier in der Gegend sind. Emmy und Herdenschutzhund, das ist nicht kompatibel, also wir dürfen da nicht mit dem Hund rein. Man dürfte streng genommen noch nicht mal mit dem Rad dorthinter. Und zu Fuß eigentlich auch nicht, also man soll ja möglichst ganz draußen bleiben. Es ist allerdings natürlich ein offizieller Wanderweg, aber gerade wegen dem Hund müssen wir jetzt natürlich da nichts riskieren. Somit kehren wir hier um nach vielleicht 3 Kilometern und wir lassen mal diesen weißen Flecken auf der Landkarte, auf der persönlichen, weiß sein für heute und probieren das ein anderes Mal. Wir haben ja zum Glück hier noch ein Alternativprogramm. Das probieren wir dann jetzt mal aus nach der Talfahrt und nach einer Rast. Nee, was meinst du zu Wasser? Hui! Schön! Ach, ich glaube, was zu essen wäre auch nicht schlecht. Gegessen haben wir jetzt und festgestellt, dass das Wasser kalt ist, haben wir auch mittels einer Dusche aus dem Hundefell. Ja, schönes Plätzchen da. Bergauf bin ich nicht so schnell. So, da sind wir wieder. Hä? Ohne Unfall geschafft. Hund ist noch am Leben. Wir sind auch noch am Leben. Schön nass ist er auch noch. Ganz ein sauberer Hund. Dann laden wir mal die Räder wieder auf und fahren ein Stück weiter. Wir besuchen die Murmeltiere, die Munka. So circa 4-5 Kilometer geht es jetzt hier wieder raus aus dem Madristal nach Kröt runter. Und dann in Kröt die Kehren hoch, die kennt ihr ja aus diversen Videos, die in dieser Gegend spielen. Dann ein Stück hinter und auf einen weiteren Park and Sleep Parkplatz, auf dem wir dann eben auch nicht bleiben. Der liegt dann quasi am Einstieg zu diesem Murmeltier-Lehrpfad. Und dieses Tal von dem Murmeltier-Lehrpfad, das ist quasi das Paralleltal zu dem hier und parallel zum Waldelei liegt es dann gerade auch noch ein Stück weiter hinten Richtung Juf. Die Besiedlung hier, das sind alles Walser gewesen früher, was auch heute noch zur Folge hat, dass man hier Deutsch spricht, also Walserdeutsch. Spezieller Dialekt. Jetzt sind wir hier in Kröt, sozusagen im Zentrum angekommen. Das hier ist der ehemalige Sägeplatz. Und hier hat es 2 Stellplätze, so wie das aussieht. Vielleicht sind es auch 4, schwer zu sagen. Ja, auch für Wohnmobile extra ausgeschildert. Zu bezahlen mit Park and Sleep wieder. Oh. Naja, also man könnte es durchaus aushalten hier, so schlecht ist das nicht.
aber kostet halt auch wieder 25 und die Infrastruktur ist quasi nicht vorhanden. Der Platz ist ganz frisch gemacht hier, der war vor 2 Wochen noch im Bau. Schön asphaltiert, also man holt sich keine schmutzigen Füße. Aber wir fahren jetzt mal weiter das Avers hoch, da vorne führt die Straße den Berg hoch. In dem Restaurant, das ihr da seht, werden wir dann heute Abend mal Ochichoso. Okay, das ist ja wieder mal super. Leider können wir das Restaurant nicht ausprobieren, es hat nämlich zu. Hier in Avers Cresta könnte man auch übernachten, hier vor dem Hotel gäbe es irgendwie auch eine Parkmöglichkeit für Camper. Wäre auch wieder 25, glaube ich. Habe ich jetzt nicht nachgeprüft, aber ich schätze mal, das ist überall im Tal gleich. Wenn man denn ein bisschen Stadtleben sucht, ist das hier richtig in Cresta. Ich habe euch ja im Sommer noch nie mitgenommen hier hoch. Bei Kai gibt es allerdings auch Videos. Ich meine, auch Dirk war schon mal hier oben im Sommer. Aber ich habe es jetzt effektiv nur einmal im Sommer geschafft und da war es ziemlich verregnet. Nämlich als ich das erste Mal mit Kai unterwegs war. Heute hingegen ein super Wetter. Ja, da drüben seht ihr so die letzten Bäume. Das heißt, wir sind jetzt hier über der Waldgrenze. Das ist eben was, was das Avers hier, also das den höheren Teil des Avers jedenfalls auch ausmacht. Dieses baumlose Mongolei-Ambiente. Naja, sehr gepflegte Mongolei, vielleicht mit Asphaltstraße und idyllischen Höfen. Aber so wirklich was anderes in Europa, wo Menschen leben, oberhalb der Baumgrenze, fällt mir nicht ein. Ich glaube, das gibt es nur hier. In Avers Yuppa geht es dann ein bisschen rechts runter, ein klein bisschen bergab. Auf diesen Parkplatz zum Murmeltier-Lehrpfad. Hier hat es dann auch ein bisschen Infrastruktur für im Winter. Also es gibt hier einen Skilift, ein kleines Skigebiet. Da vorne seht ihr schon vor diesem großen Gebäude dieser Parkplatz. Das ist dieser Park and Sleep Platz, kostet auch wieder 25 und bietet herzlich wenig dafür. Ja, es hört sich ein bisschen sehr kritisch an, was ich hier von mir gebe. Andererseits müsste man sagen, wenn man hier mit 15 Franken sich begnügen würde, würden vielleicht auch Leute kommen. So kommt einfach keiner. Ja, jetzt seht ihr hier den Stellplatz quasi von Yuppa. Das hier ist die Garage von den Pistenmaschinen. Und ansonsten hat es hier so irgendwelche Baumaschinen, Baucontainer, ein bisschen Bauschutt, also Aushubmaterial, irgendwas stehen. Ja, das Ambiente ist jetzt nicht so extrem prickelnd, würde ich sagen. 25 könnt ihr einchecken hier oder ihr lasst es so. Zumindest im hinteren Bereich ist jetzt der Platz nicht so schlecht. Stehen zwar hier ein paar Autos auf den Wohnmobilplätzen, auf den ausgeschilderten, aber mit dem Spielplatz zusammen und dem Bach unten dran kann das schon ganz nett sein hier. Aber eben, man könnte es durchaus ein bisschen liebevoller machen. Vielleicht kommt es ja noch. Es hat einen neuen Spielplatz gegeben. Ja, das ist wirklich niegelnagelneu. Grillstelle haben wir. Ja, das macht es natürlich schon mal etwas besser. Dort oben gibt es dann noch ein Hotel-Restaurant. Dort könnte man essen gehen.
Also wenn sich jetzt die Gemeinde dazu entschließt, hier noch ein bisschen was zu investieren und den Platz ein bisschen schöner zu gestalten, dann kann man das dann irgendwann auch durchgehen lassen für 25 Franken. Aber einfach mal nur ein Schild aufstellen ist schon ein bisschen wenig. So, jetzt gehen wir hier in das Tal. Und dort soll es Murmeltiere geben. Ich schätze, dazu müssen wir noch ein bisschen hinterlaufen. Hinter die Häuser dort. Und dann kommen wir zu dem Munker. Die Emmy kennt sie ja schon. Jetzt nach der ersten Brücke kommen wir hier zu einem Infostand. Zwei Tafeln und ein Munk aus Holz. Ja, da erfährt man, was es hier so gibt. Am Mittag während der höchsten Hitze machen wir Siesta. Aha, das glaube ich gern. Ja, hinten hat es da noch eine Alpwirtschaft zum Einkehren. Möglicherweise, heute ist natürlich Montag, ist vielleicht schwierig, ob die offen haben. Keine Ahnung. Und hier seht ihr noch den Skilift. Übrigens der Name vom Tal, Val Bregalga, Bregalga-Tal, auf Deutsch gesprochen, Bregalga. Hinten kann man dann, wenn man gute Kondition hat, oben über den Kamm drüber laufen und dann kommt man eben in das Madrigstal runter wieder. Aber da brauchst du schon eine gewisse Fitness, würde ich sagen. Wir sind hier schon auf knapp 2000 Meter und dort hinten wird es wahrscheinlich 2600, 2700 sogar auf dem Pass sein. Da wird dann die Luft schon mal dünn. Auf dem Murmeltierpfad haben wir jetzt noch kein Murmeltier gesehen. Das ist aber begründet mit der Tageszeit. Wir haben jetzt Nachmittag, 3:30, die Sonne brennt. Da bleibt der Munk mal in der Hütte, beziehungsweise in der Höhle. Zwei, drei habe ich Pfeifen hören, glaube ich, am anderen Hang drüben. Aber hier gäbe es rein theoretisch doch jede Menge, weil man hat auch relativ viele Löcher hier.